Seid gegrüßt, ihr Helden. Ich habe ein paar Quality-of-Life-Tipps für euch, die ich auch gerne vor Tears of the Kingdom gewusst hätte vor meinem ersten Durchlauf. Und an der Stelle sage ich, es sind keine krassen Spoiler. Ich versuche es so spoilerfrei wie möglich zu halten, aber mit diesen Tipps werdet ihr definitiv mehr aus eurem ersten Durchgang holen. So simpel es klingt, aber Ultrahand und Zeitumkehr sind eine unglaublich tolle Kombination. Ich habe dadurch nicht nur Rätsel auf die merkwürdigste Art und Weise gemacht, sondern es hilft dir auch, wenn du zum Beispiel ein Auto gebaut hast und es über eine Klippe hieven möchtest, das aber nicht reicht, die Distanz durch diese Kombination ein wenig zu überbrücken. Nutzt dies generell oft im Spiel, es bietet sich unglaublich super an. Punkt Nummer 2, Questlines. Ja, macht mal die Quests von alten, bekannten Charakteren. Warum ich das jetzt extra erwähnen muss, Zelda Tears of the Kingdom verleitet doch sehr dazu, dass man einfach durch die Gegend rennt. Eben weil wir eine sehr offene Welt hier vorfinden. Ich lege euch dennoch sehr ans Herzen, weil ihr einige Sachen freischalten könnt, dass ihr einfach mal die Quests macht, die ihr quasi in der Basis bekommt, wo sich die NPCs tummeln. Denn ihr werdet automatisch, wenn ihr die Quests macht, sowieso ganz viel erkunden. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe es zu lange ignoriert und habe es ein bisschen bereut. Deswegen macht die Quests von den Charakteren, die wir von damals schon kennen. Punkt Nummer 3. Crocs. Ich weiß leider nicht, wie viel Crocs im gesamten Spiel jetzt momentan schon vorhanden sind. Und ob wir einen Scheißhaufen 2.0 bekommen oder nicht. Aber viel wichtiger ist Maronos Location. Ich habe den gut genährten Boy lange nicht gefunden. Und eigentlich war er ziemlich nicht zu übersehen. Daher zeige ich euch mal ganz kurz auf der Karte, wo er denn zu finden ist. Sollte er da noch nicht sein, müsst ihr weiter in der Story erstmal vorankommen und dann checkt immer mal wieder die Position aus, denn es ist unglaublich wichtig, dass ihr euer Inventar erweitert. Also so nervig Crocs auch sind, sammelt sie, es ist auch gar nicht so schlimm diesmal. Punkt Nummer 4, begebt euch bitte, bitte, bitte frühzeitig zu diesem Punkt hier. Ihr werdet dort nicht nur eine unglaublich tolle Quest finden, sondern auch eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich werde natürlich nicht sagen, welche Fähigkeit es ist. Ihr werdet es selber sehen. Mein Tipp lautet daher einfach nur, geht zu diesem Ort. Ein Video wird aber auch noch kommen, wo ich eine genaue Wegbeschreibung gebe, was man da eventuell noch beachten müsste. Aber in der Regel schafft man das auch selber. Nummer 5. Es ist absolut gar kein Geheimnis, dass wir natürlich auch wieder unter Hitze und Kälte im Spiel leiden. Wenn euch die Rüstung oder vielleicht die Materialien fehlen, um euch vor Hitze zu schützen, dann müsst ihr mal ein wenig umdenken und es kommt wieder die Ultrahand ins Spiel. Was damals schon im BOTW geklappt hat, funktioniert auch hier wieder. Greift euch einfach einen dicken Stein oder vielleicht auch einen Gleiter und baut euch einfach einen Schatten. Damit seid ihr auf jeden Fall auch in der Hitze geschützt und könnt eventuell schon mal Umwege gehen. Nummer 6. Ein hilfreiches Rezept, das ich euch mitgebe. Ihr erinnert euch, damals in BOTW waren die Durianfrüchte das Nonplusultra. Es hat gereicht, eine einzige zu kochen, um auch schon extra Herzen zu bekommen und sich zu heilen. Leider habe ich die Durianfrüchte in dem Spiel noch nicht gefunden, aber wir haben einen Ersatz gefunden. Auf den fliegenden Inseln gibt es bestimmte Äpfel, nicht die Standardäpfel, ich rede von anderen Äpfeln, ihr werdet auch sehen, welche Äpfel ich genau meine. Es reicht aus, wenn ihr diese Äpfel benutzt und einmal kocht, ein Apfel gibt euch auch schon 5 Herzen, was zu Anfang wirklich enorm ist. Und da ihr die eigentlich relativ oft findet und man immer nur einen braucht und einen kochen muss und sie auch entsprechend gut Herzen geben, ist dies auch im späteren Verlauf ein Rezept, auf das ich komplett aufgebaut habe. Nummer 7. Es ist kein Geheimnis, dass wir überall diese Malice-Löcher haben. Neu ist jetzt lediglich, wir bezeichnen es nicht mehr als Malice, wir haben jetzt den Begriff Miasma. Die Miasma bzw. der Schlamm des Hasses hatte ja in BOTW schon die Funktion, dass wir Energie verloren haben, sobald wir über diesen gelaufen sind. Entsprechend ist das jetzt kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass Miasma auch in diesem Spiel uns ziemlich wehtut. Es gibt aber die Möglichkeit, Schildsurfen zu verwenden. Mit dem Schildsurfen könnt ihr übers Miasma gehen, ohne Schaden zu bekommen. Und zu Anfang wird es lebensnotwendig sein. Ihr werdet auch sehen, dass Miasma ziemlich fies sein kann und ihr auch im späteren Verlauf gar nicht da drauf treten möchtet. Tipp Nummer 8. Es ist so simpel, aber doch nutzt es keiner und auch ich habe es leider zu spät genutzt. Setzt bitte Markierungen auf eure Karte. Das menschliche Gehirn ist leider oft so konzipiert, dass wir denken, wir würden uns an eine Sache erinnern,
und die doch niemals vergessen. Aber die Realität sieht leider anders aus, wir vergessen es doch. Ich habe mir nämlich auch mehrfach im Spielverlauf gesagt, ach cool, an den Ort, da werde ich mich erinnern, da gehe ich immer wieder zurück. Pustekuchen, nach mehreren Stunden habe ich das vergessen gehabt. Nummer 9, auch oft vergessen und unterschätzt, scannt täglich die Amiibos. Sollte das Amiibo-Video schon draußen sein, habt ihr schon erfahren, dass einige Loots, also einige Belohnungen, ziemlich random sind. Es ist also wirklich glücksbasierend, ob da gewisse seltene Gegenstände bei sind. Aber nichtsdestotrotz sind die Items, die wir aus den Amiibo-Scans bekommen, unglaublich super. Und je mehr Amiibos ihr habt, desto mehr kommt da auch raus. Also es lohnt sich definitiv auch zu anfangen, einfach mal sein Inventar ein wenig aufzustocken. Punkt Nummer 10, und da werde ich bestimmt noch das ein oder andere Tutorial später machen, wenn wir mehr herausgefunden haben und bessere Praktiken haben. Schnell Geld verdienen ist immer eine Sache, die in jedem Zelda und in jedem Spiel fast an erster Stelle stehen. In dem Fall ist es relativ simpel, wir müssen wieder hier auf die Steine aufbauen. Ich habe leider bisher kein Minigame gefunden, was wirklich irgendwie genug Gewinn rausgeworfen hat. In den Trailern haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass man ein Rhodonit mit einem Pfeil fusionieren bzw. die Synthese nutzen kann. Daraus resultiert ein Feuerpfeil, weil wir durch die Rhodonit-Beschreibung zum Beispiel wissen, dass der eine Feuerkraft beherbergt. Ich rate euch aber ab, es gibt definitiv bessere Varianten, um einen Feuerpfeil herzustellen. Ob die Steine jetzt für irgendwelche Upgrades noch benutzt werden können, das kann ich euch leider nicht sagen, weil ich bisher leider nicht die Stelle gefunden habe, um meine Rüstung aufzuwerten. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es hatte viel mehr Vorteil für mich, dass ich die Steine verkauft hatte, denn einiges ist doch sehr kostenspielig in dem Spiel. Das sind jetzt erstmal so ein paar Einsteigertipps für euch gewesen, die werden euch das Spiel auf jeden Fall angenehmer gestalten. Vor allem Punkt Nummer 4, geht zu diesem Ort hin, denn das Ding ist ein Gamechanger für euch, glaubt mir. Wenn dann das Spiel länger draußen ist und auch ihr selber Tipps gefunden habt, schreibt das immer gerne in die Kommentare oder so. Wenn ich die zum Beispiel selber noch gar nicht wusste, werde ich euch auf jeden Fall immer namentlich erwähnen und euch im Video vorstellen. Zum Beispiel der John hat vorgeschlagen, so kriegst du ganz viel Geld. Also dann Leute, ich freue mich auf eine wunderbare Zeit mit euch, eine gute Zusammenarbeit und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem ultimativ grandiosen Spiel. Checkt mal die Beschreibung für die Links aus. Bis zum nächsten Mal in den Streams.